ist es endlich soweit. Nicole und ich stehen hier in den Docklands in London, und zwar vor der London Arena. Das ist der Ort, wo Cord in die Act für ihre Tour proben werden. Nicole, wie geht's dir? Gut. Soll ich dich festhalten? Nein. Nein? Bist du ohnmächtig? Nein. Ja, Stirn ist auch noch recht kühl. Nicole ist ein cooler Fan. Die flippt nicht so aus. Also die ist ganz locker und so. Bist gefasst, wenn du ihnen gleich gegenüber stehst. Ja. Weißt du, was du fragen willst? Ja. Ja? Also es ist nicht so, dass du vor lauter Erstaunen und vor lauter Freude nichts sagen kannst? Nee. Okay, wunderbar. Guck mal, die Nicole hat auch ihre Bilder mitgebracht. Das sind die Bilder, die das Meet and Greet hier und heute gewonnen haben. Die zeigen wir euch natürlich erst gleich. So, Nicole, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt hinein. Wir werden jetzt Cord und Jack treffen. Oh mein Gott. Auf der Terrasse eines naheliegenden Restaurants hatte Nicole endlich das Vergnügen, den vier Jungs persönlich die Hand zu schütteln und das ein oder andere Küsschen zu ergattern. Nicole ist also die Gewinnerin unseres Meet and Greet Wettbewerbs. Congratulations. Genau. Den Champagner holen wir später. Was hast du gemacht? Wie hast du gemacht? Wie läuft? Wow. Halt es mal in die Kamera. Wow, that's good. Das ist echt gut. Ich muss das auf ein T-Shirt drucken. Das bin ich. Sieh dir die Augen an, stechend. Hier ist eben eine kleine Panne passiert. Wir haben uns eben am Tisch gesessen und es war ein bisschen windig. Da waren die Jungs noch gar nicht da und dann ist leider der Stapel mit den gemalten Bildern von Nicole ein bisschen durch die Gegend geflogen. Und das Bild von Lief ist ins Wasser gefallen und weggeschwommen. Was ist ins Wasser gefallen? Keine Ahnung. Nobody's responsible. Niemand ist dafür verantwortlich, es war ein Windstoß. Eloy, Benjamin, Lee und Bastian erzählten über die Vorbereitungen zu ihrer Tour und klärten uns über die ein oder andere kulinarische Köstlichkeit auf. Gesund. Wir haben Schlaf. Ja? Was ist das? Ja, wie heißt es? Schlaf. Oh, Schlaf. Wie heißt das auf Deutsch? Salat. Salat. Ja, Nicole. Okay, wie hat euch die Japan-Tour gefallen? Ich habe viel Spaß gehabt in Japan. Tokio ist klasse. Eine sehr schöne Stadt und riesig groß. Und wir können jetzt alle mit Stäbchen essen. Und die Fans dann in Japan sind genauso hysterisch wie zum Teil hier in Deutschland? Ja. Sehr süß. Auch. Sehr süß. Also Fans in Deutschland auch so ein bisschen quiet. Eure Klamotten für die Auftritte dürft ihr die selber aussuchen oder kriegt ihr da irgendwie vorgeschrieben? Benjamin hat das vorgeschrieben. Danach wurden noch Nicoles Kunstwerke signiert. Sie konnte außerdem eine Menge Privates von den Jungs erfahren. Und sie hatte als Erste die Chance, die Tourbühne der Band sehen zu dürfen. Als Beweis wurden dort auch gleich Erinnerungsfotos gemacht. Und als Krönung des Treffens hatten sich Cord und The Act etwas ganz Besonderes ausgedacht. Nicole, come here, we have a little surprise for you. You want to say it? You say it. You say it. You say it in German. Okay, auf Deutsch, auf Deutsch. Wir möchten dich gerne invitieren. Einladen. 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 Nach unserer Show in? Köln. Köln. Weil ich habe uns erzählt, dass da keine Karten mehr waren, sonst kann ich kommen. Dann haben wir gedacht, natürlich komme ich hier. Super. Ja? Ja. Bis dann. Hey, bis dann. Ciao, everybody. Bye. Bye. See you at the Forever Friends Tour. Nach Ihnen, die Dame. Tja, Nicole, knall, die Tür ist zugegangen, Ende aus, Klappe zu, Affe tot, das war's, das Meet and Greet mit Cord in the Act ist vorbei. Wie geht's dir jetzt? Gut. Gut. War super. Hat's dir Spaß gemacht? Ja. Was hast du so einen Eindruck von den Jungs jetzt? Total natürlich und nett, lieb. Genau, also sind ganz normal geblieben, sind nicht irgendwie arrogant oder so. Und fand auch toll, dass sie mir dann auch eine Karte geschenkt haben für das Konzert in Köln. Klasse. Gehst du hin mit Freundinnen? Ja, sicher. Ja, sicher, sagt Nicole. Ja, das war's. Meet and Greet ist vorbei. Mir bleibt jetzt nicht viel anderes, als zu sagen, danke. Hat tierisch viel Spaß auch gemacht mit dir. Nicole ist echt ein lieber Fan gewesen. Wir waren Sightseeing und shoppen in London. Ja. Haben Cord in die Ecke getroffen und echt tierisch viel Spaß gemacht. Ja, war wirklich super. Ja, jetzt müssen wir nach Köln zurückfliegen, wieder nach Hause an die Arbeit. Also, kommt und zu euch sagen wir Tschüss.